herzlich willkommen zu diesem Webinar. Ich bin Christoph Hellmann-Santos, hier Gruppenleiter für Software Engineering und Systemintegration am Fraunhofer IPA und würde Ihnen dann heute ein bisschen darüber berichten, wie Sie ROS in Roboteranwendungen mit Sicherheitsanforderungen einsetzen können. Ich denke, ein sehr spannendes Thema. Wir hier am Fraunhofer IPA haben da schon viel Erfahrung mit gesammelt. Wir sind unter anderem auch Leiter des ROS Industrial Consortiums für Europa. Genau. Wie läuft dieses Webinar jetzt so ungefähr ab? Also ich hätte jetzt vor, dass ich erst einmal kurz eine Einleitung gebe zu ROS, eine kleine Motivation, was Sie eigentlich mit ROS machen können, was die Vorteile sind gegenüber konventionellen Robotersteuerungen. Dann übergehen zu den Grundlagen der Robotersicherheit. Was gibt es für Anforderungen an Robotersteuerung und wie kann man dann Sicherheitskonzepte mit ROS integriert umsetzen? Im Anschluss daran würde ich noch mal kurz erläutern, was es eigentlich für Kooperationsmöglichkeiten mit uns, dem Fraunhofer IPA, unter anderem auch in diversen Forschungsprojekten gibt. Genau. Dann würde ich einfach direkt anfangen mit der Einleitung und Motivation zu ROS. Grundsätzlich habe ich gedacht, kann man sich vielleicht einfach mal die aktuelle soziale Situation auf dem Robotermarkt anschauen. Aktuell sieht es so aus, dass wir etwa 60 Industrieroboterhersteller haben, plus minus, und circa 750 Hersteller für mobile Roboter. Und insbesondere im Bereich der Industrieroboter sehen wir eine sehr starke Zersplitterung bei den Programmiersprachen und den Robotersystemen. Das heißt, eigentlich jeder Hersteller hat das so seine eigene Art und Weise, wie der Roboter programmiert wird und gesteuert wird. Beispielsweise hat KUKA mit der Programmiersprache KRL seine eigene KUKA-Programmiersprache, ABB mit Rapid seine eigene Programmiersprache, Fanuc mit Karel, UR mit UR-Script, und ich könnte jetzt die Liste noch weitergehen. Was das für Probleme erzeugt, können Sie sich eigentlich zum Beispiel am Beispiel der Computer einfach mal überlegen. Wenn Sie sich jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit zurückversetzen und überlegen, okay, wir hatten eigentlich Windows, wir hatten macOS, wir haben Linux, und was es da zwischen diesen Betriebssystemen allein schon für Probleme gab, Programme zu übertragen. Wenn Sie sich daran erinnern, wie lange es gedauert hat, dass man auf Mac vernünftig Microsoft Office nutzen konnte, etc. Also da gibt es einfach große Probleme in der Kompatibilität zwischen den Betriebssystemen. Jetzt bei Robotern ist es dann genauso. Das heißt, Sie können jetzt ein Roboterprogramm, das Sie für zum Beispiel einen KUKA-Roboter geschrieben haben, nicht 1:1 auf einem ABB-Roboter laufen lassen. Daraus resultiert natürlich eine gewisse Problematik für die allgemeine Entwicklung von Robotersystemen, insbesondere wenn Sie Lösungen für all diese Roboter anbieten wollen. Das heißt, eigentlich gibt es dort einen erschwerten Wissens- und Technologietransfer zwischen den unterschiedlichen Robotertypen. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine neue Technologie oder eine neue Steuerungsmethode oder eine neue Anwendung für Roboter entwickelt hat und er möchte diese für unterschiedliche Roboter von unterschiedlichen Anbietern anbieten, dann hat er da eigentlich ein schwer zu lösendes Problem. Das andere ist natürlich die Reproduzierbarkeit. Sie können im Grunde genommen eine Roboteranwendung, die Sie jetzt auf einem für einen Roboter geschrieben haben, schwierig auf einem anderen Roboter von einem anderen Hersteller reproduzieren, weil Sie einfach den kompletten Code nochmal neu schreiben müssen in einer anderen Sprache. Ein weiteres Problem, das auch auftritt, ist, dass diese Programmiersprachen häufig relativ alt sind, das heißt häufig aus den 80ern stammen und zumeist auch wirklich nur von den Roboterherstellern weiterentwickelt werden. Dementsprechend sind diese Programmiersprachen häufig nicht unbedingt für den modernen Gebrauch in modernen vernetzten Systemen geeignet. Das heißt, häufig treten da dann auch gewisse Security-Risiken auf, also IT-Security-Risiken.
Was sie auch noch haben, ist, dass sie dadurch, dass es halt diese unterschiedlichen Programmiersprachen gibt, relativ hohe Software-Engineering-Kosten haben, wenn sie einen Roboter einrichten wollen. Typischerweise geht man heute davon aus, dass ein Drittel der Kosten einer Zelle etwa, einer Roboterzelle etwa, der Roboter selber ausmacht. Dann haben sie ein weiteres Drittel, das typischerweise durch durch andere Hardware, die zusätzlich noch erstanden werden muss, drauf geht. Und dann haben sie noch ein Drittel, was einfach für die Software-Engineering-Kosten verbraucht wird. Das kommt daher, dass sie halt für jeden dieser Roboter einen speziellen Experten brauchen, der jetzt genau diese Sprache beherrscht, diesen dort einlernen müssen. Sie können jetzt da nicht einfach hingehen und sagen, ich nehme einen beliebigen Studenten von der Uni, der dann mir meinen Roboter programmiert, da dieser sich dann erst halt, muss erst geschult werden, speziell jetzt in dieser Programmiersprache und auf diesem Roboter. Grundsätzlich sind das nur ein paar Probleme, die dadurch grundsätzlich entstehen. Aber generell kann man halt eigentlich sagen, dass diese Zersplitterung der Programmierlandschaft in der Robotik eigentlich dazu führt, dass es ein stark erschwertes oder das ist stark das Geschäftsmodell rund um Software Engineering für Roboter erschwert, was wiederum dazu führt, dass wir eigentlich einen verlangsamten Fortschritt haben. Denn wenn Sie sich mal anschauen oder die Robotik mal anschauen, insbesondere in der Industrierobotik, sind eigentlich die Roboterkinematik seit Jahrzehnten gleich und wirklich Fortschritte in der Produktivität können Sie eigentlich nur erzielen, wenn Sie die Software intelligent machen und durch die Software die Prozesse verbessern. Und das ist genau die Problematik, wo ROS, also das Robot Operating System, ansetzt und Verbesserungen mitbringt. Ich würde jetzt kurz auf die Entwicklung von ROS eingehen. Die Entwicklung von ROS ist 2007 gestartet. Wurde damals initiiert von Willow Garage im Silicon Valley und wurde speziell jetzt dann für ihren Service-Roboter, den PR2, entwickelt. 2009 gab es dann die erste wirkliche Distribution von ROS, die Open Source veröffentlicht wurde und von jedem genutzt werden konnte. Seit 2012 gibt es das ROS Industrial Consortium, das sich eigentlich zum Ziel gemacht hat, ROS auch in der Industrie zu verbreiten, also jetzt nicht nur für Service-Roboter, sondern auch für Industrieroboter anzubieten. Und im Jahr 2017 kam der erste Release von ROS 2 heraus. ROS 2 ist eine Weiterentwicklung von dem ursprünglichen ROS-System, das nicht mehr komplett kompatibel ist, aber sehr viele neue Features anbietet, die auch für die Industrie sehr interessant sind, sowas wie Echtzeitfähigkeit und Ansteuerung von multiplen Robotern vereinfacht und damit natürlich nochmal einen weiteren Push in Richtung Industrie mit sich bringt. ROS selber, wenn wir jetzt im Jahr 2020 schauen, hat eine sehr, sehr aktive Community mit sehr vielen aktiven Nutzern. Es ist schwierig zu messen, wie viele aktive Nutzer es wirklich gibt. Die einzigen Zahlen, die man jetzt bekommen kann, sind aktive Nutzer in der Community. Das heißt, dort gibt es dann Online-Accounts. Aktuell liegen wir bei ungefähr 35.000 Nutzern, die halt auf ROS-Plattformen aktiv sind. Und ein anderer Indikator, wie weit verbreitet sich ROS mittlerweile genutzt wird, eigentlich ist auch das ROS Industrial Consortium, in dem aktuell 80 Organisationen weltweit vertreten sind. Was ist eigentlich ROS grundsätzlich? Also ich habe schon gesagt, ROS steht eigentlich für Robot Operating System. Das heißt, ROS bringt mit sich gewisse Betriebssystem-Features, wie zum Beispiel Paketmanagement, Hardware-Abstraktion, Gerätetreiber in der Prozesskommunikation und solche Dinge, die man eigentlich quasi von einem Betriebssystem erwartet. Und zusätzlich bietet ROS natürlich noch ein Roboter-Framework, sozusagen Software-Werkzeuge, die Sie nutzen können, jetzt speziell für Roboter, um dort entweder Programme zu schreiben oder auch zur Diagnostik von Ihrem Robotersystem.
Dazu gibt es natürlich noch Softwarebibliotheken, mit denen Sie quasi Ihre Programme einfacher schreiben können, die Ihnen schon Funktionen für Roboter zur Verfügung stellen. Und Sie haben ein gewisses Programmiermodell, wie Sie jetzt ein Roboterprogramm oder ein Softwarepaket für Roboter schreiben. Allgemein kann man sagen, dass ROS eigentlich ein Open-Source-Meta-Betriebssystem inklusive Middleware ist. Also warum Meta-Betriebssystem? Weil ROS selber kein wirkliches Betriebssystem ist, sondern nur Betriebssystem-Features hat. ROS selber läuft immer auf einem grundsätzlichen Betriebssystem für Computer. Zum Beispiel aktuell oder ursprünglich war Linux eigentlich das Hauptbetriebssystem, das unterhalb von ROS genutzt wurde. Heute kann man ROS aber auch auf Windows oder macOS laufen lassen. Rund um ROS gibt es dann eigentlich ein Ökosystem, bestehend aus einigen Teilnehmern. Grundsätzlich kann man schauen, es gibt eigentlich so die Kernkomponenten von ROS, also das, worüber ich gerade gesprochen habe, was man so unter den Betriebssystem-Features verstehen würde. Diese werden im Grunde genommen von der Open Robotics Foundation, mittlerweile heißt es auch Open Robotics Foundation, geleitet. Inklusive für ROS 2 gibt es noch ein Technical Steering Committee, das auch die Roadmap und die Entwicklung mitbestimmt, bestehend aus Industrieunternehmen. Zusätzlich zu diesen Kernkomponenten gibt es noch eine sehr große Anzahl von ROS-Paketen, die sich mit unterschiedlichen oder für unterschiedliche Funktionen genutzt werden können, zum Beispiel für Fahrplanung, Bildverarbeitung, Navigation, Manipulation und natürlich die sehr wichtigen Treiber für Geräte, also zum Beispiel Treiber für bestimmte Robotertypen. Diese Pakete werden zumeist von der Community entwickelt und auch maintained. Und da kommen wir dann gleich schon zu der Community, die natürlich auch noch neben dieser Paketentwicklung andere wichtige Dinge übernimmt, so zum Beispiel die Dokumentation, die Entwicklung von Standards innerhalb von ROS, Qualitätsmanagement, Marketing, Netzwerking oder Netzwerke bilden zwischen den einzelnen Entwicklern natürlich und den Nutzern und natürlich auch Training. Und genau in diesem Bereich, also im Bereich ROS Community, liegt auch das ROS Industry Consortium. Also das ROS Industry Consortium ist eigentlich eine Sub-Community im ROS Ökosystem, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Dokumentation und Standards für Industrieroboter zu entwickeln. Auch auf Qualität zu achten, Trainings anzubieten, einen gewissen Teil an Marketing durchzuführen, damit natürlich ROS auch bei diversen Unternehmen bekannt wird. Und natürlich auch Netzwerke zu vereinfachen. Das heißt, da gibt es dann einige Events etc. Das ROS Industry Consortium entwickelt auch Treiber für Industrieroboter und ist auch sehr aktiv bei den Paketen für Manipulationen. Ich möchte jetzt kurz dazu übergehen, was ROS eigentlich ermöglicht. Ganz grundsätzlich ist es so, dass Sie mit ROS moderne Programmiersprachen nutzen können, um Ihren Roboter zu programmieren, also zum Beispiel Python, Java, C++. Das sind natürlich auch Programmiersprachen, die jetzt Ihr typischer Schüler oder Student bereits in der Schule oder an der Uni lernt. Und damit ist natürlich diese Einstiegshürde in die Robotik sehr viel geringer. Zudem ist es so, dass Sie in ROS immer wieder verwendbare Softwarepakete schreiben. Das heißt, Sie können Ihr Programm typischerweise nicht nur für einen Roboter verwenden oder für einen Robotertyp von einem bestimmten Hersteller verwenden, sondern können diese Softwarepakete auch in ganz anderen Anwendungen weiterverwenden. Zudem hat ROS auch eine inhärent verteilte Softwarearchitektur. Das heißt, in ROS laufen typischerweise multiple Prozesse, die über die Middleware dann kommunizieren. Das ist natürlich für aktuelle oder moderne Industrie 4.0-Anwendungen sehr interessant, da sie da typischerweise relativ viele Teilnehmer im Netzwerk haben, die untereinander kommunizieren müssen. Und genau da liegt natürlich auch eine der Stärken von ROS selber, dass man da
sehr einfach komplexe Prozesse abbilden kann. Was dazu kommt noch, ist, dass Sie auch Softwarebibliotheken einbinden können, die jetzt nicht speziell für Roboter geschrieben sind, so zum Beispiel Bildverarbeitungsbibliotheken, aber auch andere Dinge können Sie sehr einfach in ROS einbinden und nutzen und greifen natürlich da auf ein sehr großes Wissen aus der allgemeinen Community zu. Sie können mit ROS diverse Robotertypen ansteuern. Das geht über fahrerlose Transportsysteme, Industrieroboter, Drohnen bis hin zu Unterwasserrobotern, was auch immer Sie ansteuern wollen, können Sie im Bereich der Robotik mittlerweile eigentlich mit ROS ansteuern. Und dementsprechend gibt es natürlich auch viele Treiber, also für Roboter. Insgesamt sind es aktuell über 140 Roboter, für die es Treiber gibt in ROS. Also schon eine relativ große Anzahl an Robotern, die dort unterstützt werden. Was natürlich ein weiterer Vorteil ist, weil Sie jetzt auf moderne und Standardprogrammiersprachen setzen, ist, dass Sie auch Standardentwicklungswerkzeuge einsetzen können. Das heißt, Sie haben typischerweise können Sie immer den modernsten Compiler, die modernste IDE etc. nutzen, um jetzt für ROS zu programmieren. Was natürlich auch dazu führt, dass Sie auf noch weitere moderne Methoden der Softwareentwicklung Zugriff haben. Also Sie können jetzt für ROS zum Beispiel auch Softwarequalitätssicherungsmethoden einsetzen, wie zum Beispiel Continuous Integration und Continuous Deployment, was natürlich garantiert, dass Ihre Roboterprogramme nachher von deutlich höherer Qualität sind und Sie Fehler schneller finden können. Wie ich bereits erzählt habe, kann ROS mittlerweile auf diversen Betriebssystemen laufen, Windows, Linux, macOS. Und derzeit ist die Community auch dabei, ROS auf Echtzeit-Betriebssystemen umzusetzen, wie zum Beispiel VxWorks oder NATEX. Einmal nochmal in kurz, was ROS ermöglicht, ist eigentlich das Umsetzen komplexer Roboteranwendungen einfach und reproduzierbar. Was dieses Ganze für Auswirkungen hat, kann man einfach daran sehen, wie viele Menschen eigentlich ROS schon nutzen. Ich hatte es gerade schon genannt, also es gibt ca. 35.000 Nutzer aktuell, von denen wir wissen. Das ROS 2 Technical Steering Committee besteht eigentlich aus Firmen, die im Grunde genommen an der Entwicklung von ROS 2 mitentwickeln und auch die Roadmap mitbestimmen. Die Firmen, die in diesem Technical Steering Committee sind, haben mindestens einen Mitarbeiter Vollzeit auf die Weiterentwicklung von ROS angesetzt. Viele von den Unternehmen aber auch mehr als einen. Und wie Sie hier sehen, sind das jetzt nicht unbedingt die kleinen Unternehmen, sondern insbesondere auch die großen IT-Unternehmen, die verstanden haben, dass mit ROS natürlich ganz neue Möglichkeiten entstehen. Ähnlich ist es natürlich mit dem ROS und DASO-Konsortium. Dort haben wir mittlerweile eine ca. 80 Organisationen, die versuchen oder die im Grunde dabei sind, ROS in der Industrie zu etablieren. Genau. Weitere Auswirkungen, die man sehen kann, die jetzt ROS hat auf die allgemeine Softwareindustrie für Roboter, ist zum Beispiel, dass ca. 2/3 der Robotik-Startups aktuell ROS nutzen. Das ist eine Schätzung von dem IFR-Report. ROS wird aktuell auch in vielen industriellen Produkten schon eingesetzt, also zum Beispiel von der Firma MIR, von Fetch Robotics, Bear und zum Beispiel auch Pilz bieten spezielle Pakete für ihre Produkte an oder setzen in ihren Produkten direkt ROS ein. Und was man auch sieht, ist, dass mittlerweile schon einige Firmen wirklich nur Geld verdienen, indem sie entweder ROS-basierte Software anbieten oder Services verkaufen zur Software. Also einer von diesen Service-Providern ist zum Beispiel Picnic, die dazu beraten, wie ROS für Industrieroboter eingesetzt werden kann. Sie haben zum Beispiel Apex AI, die sich damit beschäftigen, wie ROS sicher gemacht werden kann und eingesetzt werden kann bei autonomen Fahrzeugen. Auch ein interessantes Unternehmen ist oder Startup ist Dragonbot, das mit ROS die Programmierung von Industrierobotern sehr, sehr stark vereinfacht hat.
Kann ich Ihnen nur ans Herz legen, wenn Sie mal sehen möchten, wie ROS Roboterprogrammierung wirklich vereinfachen kann, dann würde ich Ihnen sehr ans Herz legen, einfach mal bei Drag & Bot auf der Homepage vorbeizuschauen. Natürlich haben auch die IT-Riesen dieser Welt, wie bereits gesagt, schon begriffen, dass ROS ein wichtiger Teil ist in der Robotik. Beispielsweise Amazon Web Services bietet mittlerweile die Entwicklung oder eine cloudbasierte Entwicklungsumgebung für ROS an, inklusive Simulation und Deployment. Das heißt, Sie können Ihre Anwendung nachher bei Amazon Web Services direkt in der Cloud laufen lassen. Also allgemein, denke ich, ist damit klar, was man mit ROS schaffen kann aktuell. Ich würde jetzt dann übergehen zu den Grundlagen der Robotersicherheit, weil das ist tendenziell immer einer der großen Fragepunkte oder einer der großen Punkte, warum oder wo sich noch die Geister scheiden. Und häufig wird gesagt, ja, ROS kann ich ja gar nicht in sicheren Roboteranwendungen nutzen, weil ROS ja nicht zertifiziert ist. Dazu grundsätzlich ist es so, ein Roboter ist ja eine Maschine, das heißt, Sie müssen dort die Maschinenrichtlinie befolgen, die Ihnen dann vorschreibt, dass Sie die geltenden Sicherheits- und Gesundheitsstandards einhalten müssen. Bei den Industrierobotern ist das typischerweise die ISO 10218. Falls Sie einen kollaborativen Roboter haben, dann ist es unter anderem auch die ISO TS 15066. Es gibt dann noch für andere Robotertypen weitere Normen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Service-Roboter, der nicht in der Industrie eingesetzt werden soll, haben, dann gilt dort die ISO 13842 und für fahrerlose Transportsysteme gilt die ISO 3691-4. All diese Normen verweisen für die sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung auf die IEC 62061 oder die ISO 13849, die wiederum für die Software nachher auf die IEC 61508 verweisen. Wir haben uns schon relativ stark damit beschäftigt, wie man jetzt eigentlich quelloffene oder quelloffen entwickelte Software wie ROS an diese Anforderungen der Normen anpassen kann. Allerdings ist das sehr schwierig, da gibt es sehr viele Konflikte, die ich mal exemplarisch an ein paar jetzt hier aufzeigen möchte. Also zum Beispiel ist es so, dass wenn Sie jetzt sichere Software entwickeln, Sie typischerweise eine Risikobeurteilung für eine bestimmte Anwendung durchführen und das dann auch unter bestimmten Randbedingungen. Während Sie im Bereich der Open-Source-Entwicklung typischerweise Code schreiben, der in vielen unterschiedlichen Anwendungen genutzt wird. Und da dann eine Risikobeurteilung zu machen, ist relativ schwierig. Ein weiterer Punkt ist, dass Sie bei der sicheren Software typischerweise validierte Softwareversionen erzeugen, die gegen Änderungen geschützt sind. Und im Open-Source-Bereich ist es nachher so, dass die Versionierung eigentlich durch den Entwickler oder den Maintainer einer bestimmten Software gemacht wird. Und typischerweise wird bei der Versionierung nicht eine normkonforme Validierung gemacht. Das heißt, da gibt es dann auch direkt einen Konflikt. Ein weiteres, größeres Problem noch ist im Grunde genommen, dass Sie für sichere Software den kompletten Software-Lebenszyklus eigentlich mit klaren Verantwortungen transparent dokumentieren müssen. Das ist im Open-Source-Bereich schwierig, denn typischerweise sind dort verteilte Entwicklerteams, die Entwicklung übernehmen, mit wechselnden Verantwortungen oder Verantwortlichkeiten, begrenztes Vertrauen auch zwischen diesen Entwicklern eigentlich und einer variierenden Dokumentationsqualität überhaupt, wer welche Verantwortlichkeiten hat. Ein nächstes Problem, das auch entsteht, ist, dass wenn Sie jetzt sichere Software kaufen würden, Sie typischerweise einen kommerziellen Lizenzvertrag mit dem Hersteller eingehen, was natürlich heißt, dass Sie normalerweise dort eine schöne Summe zahlen, aber dafür übernimmt dann natürlich auch der Hersteller die Haftung für die Software, für die Leistung der Software. Das heißt, wenn dort dann ein Sicherheitsproblem aussteht oder ansteht oder anfällt, dann ist typischerweise der Hersteller der Software dran und nicht Sie. Das ist leider im Open-Source-Bereich nicht so. Die Lizenzen, die Sie dort haben, sind typischerweise so gestrickt, dass Sie als Nutzer dieses
Open Source Pakets die komplette Haftung und Verantwortung übernehmen und die Entwickler übernehmen keine Verantwortung. Dafür ist das Schöne, dass sie natürlich die Software umsonst bekommen. Eigentlich die Schlussfolgerung daraus ist, dass es sehr aufwendig wäre, jetzt ROS wirklich als Software zu verwenden, die Sicherheitsfunktionen umsetzt. Meines Erachtens ist das aktuell einfach finanziell nicht möglich. Die gute Nachricht allerdings ist, dass Sie ROS trotzdem in Ihren Roboteranwendungen mit Sicherheitsanforderungen einsetzen können, solange Sie in ROS keine Sicherheitsfunktionen umsetzen. Ja, können Sie ROS dort anwenden. Typischerweise, also für die normalen Roboteranwendungen, die wir so kennen, ist das in den meisten Fällen auch gar nicht notwendig, dass Sie in ROS Sicherheitsfunktionen umsetzen. Wie das funktioniert, dass Sie jetzt ROS in einer solchen Anwendung umsetzen, ist eigentlich relativ einfach erklärt, denn aktuell ist das typischerweise in den Roboter-Steuerungen bereits auch so gemacht. Normalerweise trennen Sie in einer Roboter-Steuerung die Sicherheitssteuerung mit dem sicherheitsbezogenen Teil der Steuerung oder den Sicherheitsfunktionen von der Betriebssteuerung des Roboters. Das heißt, Sie haben eigentlich zwei Teile, einen typischerweise sogar physikalisch getrennt, einen Teil, der die Sicherheitsfunktionen übernimmt in der Steuerung und einen Teil, der die Betriebssteuerung übernimmt. Was sind jetzt typische Sicherheitsfunktionen, die Sie bei Robotern umsetzen würden? Das ist sowas wie Safe Talk-Off, Safe Brake Control, beispielsweise auch sichere kartesische Geschwindigkeit oder sichere Achslimits. Da gibt es diverse Sicherheitsfunktionen, die Sie da umsetzen können in der Sicherheitssteuerung. Genau. Und in der Betriebssteuerung würden Sie dann keine Sicherheitsfunktionen umsetzen, aber dafür zum Beispiel die grafische Benutzeroberfläche, das Roboterprogramm und jedenfalls die Parametrisierung der Sicherheitsfunktionen. Genau in diesem Bereich der Betriebssteuerung wäre das Einsatzgebiet von ROS. Also dort können Sie eigentlich mit gutem Gewissen auch ROS einsetzen. Für die Sicherheitssteuerung können Sie ROS nicht einsetzen. Ich würde das jetzt gerne mal am Fallbeispiel eines Industrieroboters erläutern, wie das funktioniert. Ich hatte ja schon gesagt, dass ROS viele Roboter ansteuern kann, also eigentlich alle Roboter, alle Industrieroboter von den großen Herstellern können Sie mit ROS mittlerweile ansteuern. Ich habe ja mal so eine kleine Grafik gemacht. Typischerweise funktioniert das dann so, dass Sie sagen, okay, ich habe die Industrieroboter-Steuerung für meinen Roboterarm. Die besteht dann wiederum aus einer Sicherheitssteuerung, einer Betriebssteuerung. Das sehen Sie normalerweise von außen nicht, aber innen drin ist das typischerweise so geregelt. Die Sicherheitssteuerung übernimmt dann, wie gesagt, die Sicherheitsfunktionen, sowas wie Safe Talk-Off und Safe Brake Control. Die Betriebssteuerung übernimmt dann in diesem Fall, wenn Sie ROS einsetzen, gibt es dort natürlich eine grafische Benutzeroberfläche, die Sie hauptsächlich nutzen, um die Parametrisierung der Sicherheitsfunktionen durchzuführen. Und dann können Sie oder wird auf der Betriebssteuerung typischerweise noch ein Programm gestartet, das das Ausführen von Bewegungsbefehlen, die über das Netzwerk gesendet werden, ermöglichen. Und die ROS-Steuerung wiederum haben Sie dann als zusätzliches Gerät in Ihrem System eingebunden, das mit der Industrieroboter-Steuerung verbunden ist und typischerweise eine grafische Benutzeroberfläche zur Verfügung stellt, mit der Sie Ihre Applikation konfigurieren können und dementsprechend auch das Roboterprogramm enthält, sowie dann die Bewegungsbefehle über das Netzwerk an die Industrieroboter-Steuerung sendet. Noch einmal grafisch dargestellt, wie so eine typische Roboterzelle aussehen würde. Also wenn Sie jetzt keinen ROS anwenden, dann ist es normalerweise so, dass Sie Ihren Industrieroboter mit der Industrieroboter-Steuerung haben und einem Handbediengerät. Und drumherum dann entweder eine Zelle oder Safety-Equipment, um einfach sicherzustellen, dass kein Mensch von dem Roboter verletzt werden kann. Wenn Sie jetzt ROS einsetzen wollen, dann würden Sie quasi eine zusätzliche ROS-Steuerung einbinden, die über das Netzwerk an die Industrieroboter-Steuerung angebunden ist. An diese ROS-Steuerung können Sie dann diverse Sensoren etc. anbinden, die Sie jetzt dann benötigen, um zum Beispiel eine komplexe Roboteranwendung umzusetzen. Genau.
Nochmal im Detail, wie das wirklich funktioniert. Typischerweise ist es so, dass Sie auf der Robotersteuerung dann einen sogenannten Motion Server als Programm laufen lassen, der im Grunde genommen das Empfangen von typischerweise Achszielwerten ermöglicht. Und auf der Rossteuerung haben Sie dann einen Robotertreiber, der wiederum das Senden von Achszielwerten ermöglicht. Die beiden Steuerungen sind im Normalfall über ein Netzwerk dann verbunden, also typischerweise über Ethernet. Es gibt aber auch andere Lösungen. Und dadurch ermöglichen Sie dann, dass Sie den Industrieroboter ansteuern können. Wenn Sie jetzt darüber nachdenken, wie können Sie das jetzt wirklich umsetzen im Rahmen der Sicherheit, können Sie eigentlich diesen Motion Server nachher als normales Roboterprogramm behandeln. Das heißt, die Umsetzung wäre dann, Sie müssen feststellen, welche notwendigen Sicherheitsfunktionen Sie benötigen für Ihre Zelle, die dann eine Rossteuerung enthält. Typischerweise machen Sie das, indem Sie einfach eine Risikobeurteilung, wie gehabt, für normale Industrieroboter anhand der 10218, also den 10218 und den 12100 durchführen, um einfach die notwendigen Sicherheitsfunktionen für Ihre Roboterzelle zu identifizieren. Typischerweise sind das dann Notstoppfunktionen, häufig begrenzt man auch die kartesische Geschwindigkeit oder den Arbeitsraum des Roboters. Diese Sicherheitsfunktionen setzen die allerdings nicht in der Rossteuerung um, sondern sie setzen diese Sicherheitssteuerung in der Industrierobotersteuerung um. Das heißt, typischerweise können Sie diese einfach direkt in der Industrierobotersteuerung konfigurieren, da sie dort schon vorhanden sind. Das heißt, Sie trennen eigentlich, wie bereits erklärt, die Sicherheitsfunktionen von der ROS-Steuerung ab und können damit dann ROS in Roboteranwendungen, die wirklich dann auch Sicherheitsanforderungen haben, einsetzen. Wenn Sie jetzt eine komplexe Roboteranwendung haben oder einfach Fragen dazu haben, können Sie gerne beraten, wie Sie das eigentlich umsetzen können in Ihren Roboterzellen. Dieses Prinzip wurde auch schon von diversen Industriepartnern oder ROS-Industrie-Partnern umgesetzt. Aktuell zum Beispiel von der Firma Pilz, die mit ihrem PRBT-Roboter aktuell dabei ist, ein solches Konzept nach der 10218.1 zertifizieren zu lassen. Und es gibt auch von der Firma Keber ist ein Roboter-Steuerungshersteller, mittlerweile das Produkt T-Motion, in dem Sie auch ROS und Safety direkt gemeinsam einsetzen können. Also das zu den Industrierobotern. Ich denke, es ist hoffentlich relativ klar geworden, wie man das umsetzen kann. Ähnlich ist es tatsächlich auch bei den fahrerlosen Transportsystemen. Dort ist es in ähnlicher Weise möglich, einfach die Sicherheit von der ROS-Steuerung zu trennen. Dort ist es typischerweise so, dass Sie hingehen und sagen, okay, Sie haben eine Sicherheitssteuerung, wirklich typischerweise eine Sicherheits-PLC, die Sicherheitsfunktionen umsetzt. Und oben drüber liegend haben Sie dann eine ROS-Steuerung, die wiederum dann die grafische Benutzeroberfläche zum Beispiel, aber auch die Algorithmen für Navigation, Fahrtplanung und die Bewegungssteuerung umsetzt. Im Bereich der fahrerlosen Transportsysteme setzen Sie typischerweise auf ein komponentenbasiertes System. Das heißt, Sie haben unterschiedliche Sicherheitskomponenten, die Sie dort einsetzen. Typischerweise bestimmte Sicherheitssensoren, die Ihnen dann ermöglichen, zum Beispiel Sicherheitsfunktionen wie Abstandsmessungen etc. umzusetzen. Also Sie haben sichere Motoren. Was meine ich mit sicheren Motoren und Ansteuerung? Das heißt eigentlich, dass Sie dort, dass dieser Motor inklusive Ansteuerung schon Sicherheitsfunktionen wie STO umsetzt. Notstops kennen wir, denke ich, alle. Und diese werden dann im Grunde über eine Sicherheits-PLC oder eine FPLC verknüpft und konfiguriert. Zusätzlich dazu haben Sie dann Ihre Betriebssteuerung, in diesem Fall eine ROS-Steuerung, die wiederum die Bewegungssteuerung des Roboters übernimmt, das heißt so Aufgaben wie Navigation, Fahrtplanung etc. umsetzt. Das ist aktuell schon relativ mit relativ geringem Aufwand machbar.
Bei der Umsetzung sieht es dann ähnlich wie bei den Industrierobotern aus. Also Sie fangen zuerst einmal an mit einer Risikobeurteilung für FTS, welche Sicherheitsfunktionen jetzt eigentlich für Ihren Anwendungsfall überhaupt notwendig sind. Typischerweise ist das dann sowas wie eine Notstoppfunktion, Geschwindigkeit sicher begrenzen oder Abstandsüberwachung. Das kommt ganz auf Ihren Anwendungsfall an nachher. Die Umsetzung dieser Sicherheitsfunktion, die Sie dann identifiziert haben, findet aber wiederum nicht in der ROS-Steuerung statt, sondern wird über Sicherheitskomponenten und eine Sicherheitssteuerung realisiert. Genau. Wenn Sie dazu Fragen haben, wie man das schaffen kann, da können wir Sie auch gerne beraten. Also wir haben da schon seit über 10 Jahren Erfahrung drin, wie man mit ROS sichere FTS baut. Wenn Sie dort beraten werden möchten, können Sie auf uns zukommen. Auch im Bereich ist es so, dass es mittlerweile schon sehr viele Industrie- oder Ross Industrial Partner oder andere Unternehmen gibt, die dort Produkte anbieten, sogar die Ross einsetzen. Beispielsweise von der Firma Bär gibt es, wissen wir, dass die Firma mittlerweile seit mehreren Jahren 20 FTS bei einem großen Automobilhersteller einsetzt, im Dauerbetrieb. Das heißt, man kann auch sagen, dass ROS im Bereich der Industrie auch zuverlässig funktioniert. Locus Robotics ist mittlerweile ein relativ großes Startup in den USA, das unter anderem mehr als 1000 Einheiten bei DHL installiert hat. Weitere Kunden sind zum Beispiel UPS und andere. Das heißt, dort sind auch eine große Anzahl von mobilen Robotern in Warenhäusern unterwegs. Ein anderer FTS-Hersteller, der ebenfalls ROS einsetzt, ist zum Beispiel MIR, die mittlerweile auch in über 50 Ländern ihre Produkte verkaufen oder verkauft haben. Das heißt, auch dort ist ROS bereits in der Industrie oder in einem Industrieprodukt vertreten. Es gibt noch diverse weitere Anbieter, die ihre Produkte oder die Navigation und Fahrtplanung in ROS umsetzen, zum Beispiel auch Fetch Robotics mit Produkten in mehr als 100 Logistik- und Produktions- und Verteilerzentren weltweit. Also im Grunde genommen das Fazit hier ist, dass eigentlich für Navigation und Fahrtplanung sich ROS bereits in der Industrie fast durchgesetzt hat, würde ich sagen, als System. Genau. Im letzten Teil würde ich jetzt kurz darauf eingehen, wenn Sie Fragen dazu haben oder selber darüber nachdenken, mal Sicherheitsanwendungen mit ROS umzusetzen, wie Sie da mit uns kooperieren können, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Anwendungen umzusetzen. Zum einen haben wir aktuell ein sehr schönes Angebot im Rahmen von RoboShield und CyberProtect. Das sind zwei Projekte, die vom Land Baden-Württemberg finanziert werden. Dort bieten wir sogenannte Quick-Checks an. Das sind Ministudien im Umfang von ungefähr einer Woche Arbeitszeit, in denen Sie einfach, wenn Sie eine Fragestellung haben, die zum Thema zum Beispiel ROS und Sicherheit, aber auch Safety, Security, Privacy, also es kann dort auch eine Frage zu Robotern und IT-Security kommen oder Privacy, können Sie einfach mit uns eine solche Fragestellung über eine Woche bearbeiten und dort dann Ergebnisse bekommen, zumindest ein Umsetzungskonzept. Das haben auch schon diverse Firmen mit uns gemacht. Hier rechts sehen Sie so eine kleine Anzahl von der Unternehmen, die das bereits mit uns gemacht haben. Wie funktioniert das? Also wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe da eine Idee, die ich vielleicht mal näher beleuchten möchte. Aktuell sieht es so aus, dass wir leider am 15.06., also schon nächste Woche, die letzte Bewerbungsmöglichkeit haben, in der diese Quick-Checks vom Land Baden-Württemberg gefördert werden. Das heißt, wo Sie das umsonst bekommen. Ansonsten können Sie sich natürlich auch nachher immer wieder bei uns melden, dann können wir diese Quick-Checks in dem Rahmen auch privatwirtschaftlich umsetzen.
Jetzt für diese kostenlose Möglichkeit, wer kann da sich bewerben? Typischerweise sind es eigentlich alle Unternehmen, die Sie in Baden-Württemberg finden oder die zumindest eine Niederlassung in Baden-Württemberg haben. Also eigentlich sind es wahrscheinlich alle von Ihnen, die sich hier dann auf so einen Quick-Check bewerben können. Ich würde Sie da, ich schicke auf jeden Fall im Anschluss an dieses Webinar dann die Folien rum und auch die notwendigen Bewerbungsunterlagen. Sie können mich auch jederzeit fragen, wenn Sie eine Idee haben, ob die auf diese Möglichkeit passen würde. Ein weiteres Kooperationsangebot, das ich Ihnen gerne nahelegen möchte, wie ich bereits erzählt habe, sind wir hier in Europa Leiter des Ross Industrial Consortiums. Das heißt, wenn Sie hier Fragen haben oder denken, dass Ross für Ihr Unternehmen eine Möglichkeit ist und Sie daran glauben, dass Sie mit Ross Verbesserungen erreichen können, dann würde ich Ihnen ans Herzen legen, kontaktieren Sie mich. Ich kann Ihnen dann ein bisschen mehr über das Ross Industrial Consortium erzählen. Im Grunde genommen, die grundsätzlichen Dinge, die wir tun im Ross Industrial Consortium, ist, dass wir Trainings anbieten für Ihre Mitarbeiter, Support, technische Support, also wenn Sie Ihre Ross-Systeme einsetzen und eine komplexe Lösung umsetzen wollen und Fragen haben, können Sie uns jederzeit dann fragen, wenn Sie Mitglied sind. Und natürlich auch die Kooperation, also wir erzeugen dort Netzwerke zwischen Firmen, die Ross nutzen. Das heißt, wenn Sie dort Unternehmenspartner suchen, ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Genau, also wenn Sie daran Interesse haben, dann melden Sie sich gerne bei mir. Wenn Sie sagen, okay, ja, das Ross und das Konsortium ist mir erstmal zu viel, aber ich möchte gerne einfach mal gucken, was man mit Ross so machen kann, dann haben wir natürlich auch Trainingsangebote für Nicht-Teilnehmer des Ross und das Konsortiums. Ich würde da typischerweise diesen Schnelleinstieg empfehlen. Das sind 3 bis 4 Tagesschulungen. Die gibt es für Anfänger und Fortgeschrittene. Man behandelt da ein relativ breites Themenspektrum. Man geht über die Grundlagen, über Navigation zu Manipulation typischerweise. Und am Ende dieser Schulung sind typischerweise Ihre Mitarbeiter dann in der Lage, Robotersysteme im Bereich von Navigation oder auch Manipulation zu programmieren. Eine solche 3 bis 4 Tagesschulung kostet typischerweise 1.200 € pro Teilnehmer. Wenn Sie Ross Industrial Mitglied sind, ist sie kostenlos bis zu einer gewissen Anzahl von Plätzen in einer solchen Schulung. Genau. Schon alles von meiner Seite für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie jetzt Fragen haben, ich will jetzt die Aufzeichnung beenden und dann können Sie die Fragen im Anschluss stellen.